Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Wir wollten heute in der Folge Erze, genau, eine, oh Gott, wie nennt man die Maschine da? Na, ach, ich habe sogar noch Eisen. Lol, okay. Zum Erze abbauen wollten wir heute machen. Dazu brauche ich diese Cookwheels nochmal 3 Stück. Wir bauen nämlich erstmal nur eine. Jo, das geht eigentlich ruckzuck hier. So, wo haben wir denn das Maschinchen? Hier haben wir's. Und wir haben wieder was abgeschlossen. Nice. So, Eisen. Wo haben wir ein Eisenvorkommen? Das ist Sand da hinten. Ne? Ja, ihr seht, hier muss ich auch noch zubauen. Das werde ich aber später mal alles offscreen machen. Wir suchen uns jetzt erst einmal ein Eisenvorkommen. Da hinten ist wieder Sand. Erstmal kurz mein zweites Schwert in die Hand nehmen. Das ist alles Sandvorkommen. Haben wir hier oben eins? Das ist Stein. Das ist Stein. Das ist eine Wildsau. Das ist Gold. Aber so eins meine ich nicht. Das ist ein Steinvorkommen. Das habe ich doch schon abgeschlossen. Aber danke, dass du mich daran erinnerst, dass hier sowas ist. Ja. Hab ich bei mir halt ernsthaft kein Au. Oh, hi, servus. Wow. Ja, mach, bist du aus Stein? Au. Da ist er doch schon down. Alter! Du Nervbär! Mann, Mann, Mann! Achso, ja, Eisenvorkommen, genau! Hab ich hier nirgendwo ein Eisenvorkommen? Das kann aber nicht sein. Ich möchte das auch ungern hier in der Nähe so einer Goblin Base haben. Denn die greifen das natürlich an. Da hinten könnte was sein. Wo der blaue Tower ist. Da werden wir dort mal hingehen. Oh. Oh. Das werden wir mal ganz kurz rauswerfen hier. Das soll ja alles verarbeitet werden. So. So, und hier das meint... Ja, aber das sieht mir aus wie Kupfer. Ja, das ist einfach nur Kupfer.
Oh Mann. Ach so, weil der Turm verschwindet. Das ist wieder nur Kupfer, das ist auch Kupfer. Dachte mal, hab ich hier kein einziges Eisenerz vorkommen. Das ist ein bisschen scheiße gerade hier. Dann versuchen wir das ganz einfach mal bei einem Kupfervorkommen. Das ist ja jetzt eh nur testweise. Die Nummer 6. So. Oh, okay. Ach, der schmeißt das raus. Oh, scheiße. The drone is from woods from newbie drones to mated and unloaded raw. Ich muss mal gucken, ob die auch die Erze einsammeln. Nummer 6. So. Nee, sammelt da nicht ein. Schade. Aber ihr seht, es geht. Wenn wir jetzt eine schöne Fläche haben, könnten wir mit ein paar Belts und einem Container das easy hinbekommen. Ich würde sagen, ich werde jetzt offscreen ein paar Belts, einen Container herstellen und ein Eisenvorkommen suchen. Und dann werden wir das mal nach dem Cut testen. So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut. Und ihr werdet es nicht glauben, nach Ewigkeiten so. Ich habe endlich Eisenerz gefunden hier inmitten einer Goblin Base. Was mich nicht erfreut, denn die werden hier definitiv das Zeug angreifen und beschädigen. Jetzt ist die Frage, baue ich mir das hier auf? Wir sind im Übrigen gerade hier unten auf der kleinen Insel. Oder schaue ich nochmal da drüben nach? Auf jeden Fall, man sieht es, meine Pick ist broke. Ich habe unterwegs schon das ein oder andere Erz noch mit abgefarmt. Ja, ich würde sagen, ich gucke mal noch ein bisschen weiter rum. Ich möchte ungern, dass sie mir dann die Maschinen kaputt machen. Weil das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir Erze farmen wollen. Also sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück nach dem kurzen Cut. Ich habe jetzt die ganze Map abgesucht. Und ich finde einfach kein so ein Eisenvorkommen, außer bei den Mobs. Deswegen muss ich mir wegen den Mobs, also bei den Goblins, was einfallen lassen. Aber wir werden jetzt einmal hier unsere Maschinen testen. Und zwar brauchen wir dazu das Teil, diese Dinger, die hier und eventuell dann noch was davon. So, die Maschine sitzt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo er das hinschmeißt. Der schmeißt das hier hin. Rotaten wollte ich. Nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Okay, es fliegt auf jeden Fall da drauf. Das ist sehr gut. Wir können ja auch nochmal hier zur Sicherheit eins hinbauen und unseren Container. Und geht's rein? Ja, es geht rein. Sehr nice. Wir bauen zur Sicherheit da auch noch mal eins hin. Und dann bauen wir das hier mal ein bisschen safe. Das raus, das raus. Und das hier brauchen wir.
So. Wand. Da muss noch eine Wand hin. Hallo? Da. Das ist hier einfach mal nicht so einfach mit den Wänden. Hier werden wir das aber mal so machen. Und sicher ist sicher. So. Ich würde sagen, wir haben hier gerade eine automatische Erzproduktion. Bis das natürlich irgendwann mal das Erz kaputt geht. Aber ansonsten wird uns jetzt hier ganz gemütlich und in Ruhe Silbererz gefarmt. Das lassen wir jetzt natürlich mal. Und da drüben ist schon wieder so ein hässlicher Dieb. Wir gehen jetzt in die Base, denn ich möchte noch etwas automatisieren. Und dazu brauche ich noch etwas aus der Base. Die wir ja zum Glück gleich dort haben. Und das, was ich jetzt automatisieren möchte, das mache ich auch nur bei der Base. Denn das ist jetzt nur mal testweise, um zu schauen, ob das funktioniert, was ich vorhabe. Das, was ich brauche, müsste auch schon teilweise fertig sein. Ja, das ist sogar ganz fertig. So, wir craften uns nochmal eine Saw. Ihr werdet sicherlich erraten können, was ich vorhabe. So, dann kommt einmal das weg und das weg. Das. Das. Die 5. Setzen wir hier hin. Dann einmal die 6. Da haben wir unser Wood-Teil. Das ist jetzt die Frage. Wenn ich es hier drauf setze, wird es leider Gottes da reingesaugt. Wenn ich jetzt aber hier eine Wand hinsetze, hier eine Wand und versuche die 5, hallo, danke. Schön, na, bleibst du auf der, bleibst du mal, sag mal, du sollst hier drauf stehen bleiben, so. Wenn wir jetzt die hier hinsetzen, fällt die dann runter? Nein, sie fällt nicht runter. Und damit können wir jetzt gucken, ob wir hier Bäume automatisch, also automatisch Holz farmen können. Nein, der will zu den Feldern. Scheiße. Irgendwo kommt die Drohne an. Ich sehe da einen Schatten auf dem Boden. Ja, da ist der Schatten. Da kommt die Drohne. Die hat Holz eingesammelt. Okay. Okay, irgendwo liegt Holz rum. Das ist sehr nice. Aber ich finde es kacke, dass die Saw zu den Dings will. Deswegen wird mir wohl nichts übrig bleiben, als das nochmal abzubauen. Oh, 8 Holz. Klar, warum nicht? Kann ich das auch abbauen? Ohne Probleme.
Ja, und ich falle genau ins Loch. Dann werden wir die nämlich mal woanders aufbauen. Hier, der Punkt kann weg. Wir gucken jetzt mal. Hier ist unsere Base. Wo könnte man versuchen, die aufzubauen? Hier oben geht nicht. Da wird es auch wieder direkt zu den Feldern gehen. Ich suche mir jetzt schnell einen geeigneten Platz und nach einem kurzen Cut sehen wir uns wieder. So, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde hier, wo unsere Erzproduktion ist, werde ich natürlich auch unsere Holzproduktion hinbauen. Vorher hier ein bisschen Platz schaffen. Und ich hoffe, das klappt so einigermaßen. Wir brauchen dazu einmal diese Kiste. Sitzt du jetzt zu... Die sitzt zu niedrig. Wow. So. Dann brauchen wir unseren Belt wieder. Und jetzt will ich das so ja versuchen. Ich muss bestimmt keine Wände platzieren. Ey. Sage mal. Irgendwann ist... Also irgendwann ist echt genug hier. Dann machen wir das halt so, wenn es geht. Machen wir das so. Jetzt brauchen wir noch die Saw. Und fäll uns Bäume, los. Wo geht die jetzt hin? Die fällt uns jetzt den Baum. Ich muss aber die Belt doch noch einbauen, bevor die Saw da drauf geht. Da kann ich aber die Teile hier nutzen. Okay, den Baum müssen wir eventuell mal selber cutten, ne? Einmal die 5. So. Und dahin. Und da kam schon das erste Holz. Wo ist die Drohne? Da ist sie. Wo will die denn jetzt hin? Stopp. Du bleibst bitte hier und machst hier das Holz weg. Da wird noch ganz Ruhe Erze gefarmt. Was ist denn mit der Säge los? Weh, du machst mir jetzt die Kiste hier kaputt. Oh, 95 Stück sind da drinne. Nice. Wenn die jetzt ins Wasser geht, passiert doch gar nichts mehr. Ja, die kriegt Schaden.
Ich habe die ja nur testweise jetzt gebaut, aber das ist ja natürlich scheiße. Ich kann das Gebiet aber auch nicht abzäunen, weil erstens, ich verbrauche da ja das ganze Holz, was ich hier farme. Und... ja, es sind gerade mal 4 Loks. Und... irgendwann ist das ja leer. Die Sau soll sich ja normal auf der Säge platzieren. Ach. Auf der Insel und einfach nur die Insel abfarmen. Ja gut, da werde ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Ansonsten müssen wir mal schauen. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir eine neue Map besuchen. Vielleicht schaffe ich es ja dann doch. Da könnte ich doch das Zeug mitnehmen. In der Zeit, wo wir nämlich auf der neuen Map dann die Erze farmen und die Dungeons machen, könnte normalerweise eine Saw und der Wood-Dings hier alles ganz in Ruhe abfarmen. Weil da sind keine Felder und nichts. Das müsste dann machbar sein. Also nehmen wir das alles mit auf die nächste Map. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da, vor allem für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Wenn ihr Bock habt mitzuspielen, kommt auf meinen Discord, fragt nach und dann schalte ich die Map im Multiplayer frei. Und ansonsten werde ich jetzt offscreen wieder ein bisschen was vorbereiten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.